Hallo, hier liegt gerade das Asus N56 VZ vor mir. Es handelt sich dabei um ein 15 Zoll Notebook von Asus. Ihr seht es hier, allein schon die Optik ist wirklich sehr hochwertig gehalten. Ich drehe es mal um, dass man den Asus-Slogan auch ordentlich lesen kann. Dieser ist hier verspiegelt. Und das gesamte Display, die Displayabdeckung hier oben, ist in einem ja, gebürsteten Aluminium-Look gehalten. Ich würde jetzt glatt sogar sagen, das ist Aluminium hier. Ich kann mich aber auch täuschen, aber es hört sich auf jeden Fall so an, wenn man da so lang streift. Ja, wie gesagt, die Verarbeitung hier ist halt viel, viel Plastik, aber das ist nicht weiter schlimm. Gucken wir uns das Gerät doch einfach mal an, wie es aussieht von den Seiten, von vorne und so weiter. Und ich zeige euch direkt mal, was für Anschlüsse wir haben. Fangen wir auf der rechten Seite an. Wir haben hier hinten keinen richtigen Anschluss, aber dennoch sinnvoll ein Kensington Lock. Könnt ihr euer Notebook dann einfach, falls ihr es mal irgendwo mitnehmt, anschließen mit einem Kensington Lock und am Tisch festmachen. Somit kann es nicht ganz so leicht geklaut werden dann. Des Weiteren haben wir auf dieser Seite den Stromport, zwei USB 3.0 Ports, einen Mikrofoneingang und einen Headset-Eingang bzw. Ausgang. Und natürlich bei der Größe 15 Zoll macht es noch Sinn, ein DVD bzw. CD-ROM-Brenner. Wir können ja verschiedenste Medien auch wieder einwerfen und brennen, also alles super. Auf der Vorderseite sehen wir ein paar LEDs. Dazu komme ich gleich. Wenn ich es aufklappe, zeige ich euch, was man da alles machen kann. Und wir haben hier einen SD-Slot, sorry, nicht Micro-SD, SD. Ihr seht es hier hoffentlich. Hier unten ist er, versteckt. Dort lassen sich SD, MS, Pro und MC reinstecken und lesen. Und natürlich hier die Abdeckung, die man wie gewohnt hier. Ups, jetzt fliegt sie mir fast weg. Also ihr solltet das auf jeden Fall nicht zu doll machen. Und immer den Finger drauf lassen, sonst ist die Abdeckung weg. ja, kommen wir einfach weiter. Wir sehen hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite, nee, die linke Seite ist es, wenn das Notebook vorsteht. Nochmal zwei USB 3.0 Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss hier, einen vollwertigen. Sowie hier unter dieser Abdeckung, die man hier runterklappen kann, einen Netzwerkport, wo ihr euer LAN-Kabel reinstecken könnt, falls ihr sowas noch benutzt und noch kein WLAN nutzt, oder falls ihr mal auf einer LAN-Party seid und dort nur Kabel ist, könnt ihr das Ganze hier auch direkt connecten, ohne irgendwelche Adapter, die ihr braucht. Und wir haben noch einen VGA-Ausgang, so wie hier hinten. Einen extra Ausgang für einen externen Subwoofer. Diesen zeige ich euch jetzt auch gleich. Einen kleinen Moment, der ist nämlich hier drüben. Kennt man schon von anderen Asus-Modellen, dass Asus da einen Subwoofer mitliefert. Ist was Tolles, ist jetzt nichts wirklich Berauschendes. Macht einen, ja, ich sag mal, also es unterstützt den Klang auf jeden Fall. Man merkt den Unterschied, aber. Es ist jetzt wirklich, also die Größe zeigt ja schon, dort steckt dann nicht ganz so viel Power hinter. Wird halt einfach angestöpselt und ist automatisch dann an. Ja, und unterstützt dann quasi in den Bassbereichen den Sound. Klappen wir das ganze Gerät jetzt mal auf. Es springt auch direkt an, Instant On. Ja, wir sehen Windows 8, es ist kein Touchscreen hier. Also ihr müsst quasi mit Tastatur und Maus arbeiten, beziehungsweise Touchpad und Tastatur. Und ihr seht erstmal, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier noch ein paar Besonderheiten. Und zwar zum einen diese Kreise hier, die angedeutet sind mit Punkten. Ist so ein leichter Lautsprecherlook. Ich hoffe, ihr seht das so. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Also diesen Lautsprecherlook ist zum Teil nur Zierde, zum Teil verstecken sich hier oben auch die Lautsprecher drunter. Also das Design geht dann quasi in Funktionalität über, was doch sehr schön ist. Und
Eine schöne Chiclet-Tastatur mit separatem Nummernblock ist immer was Gutes eigentlich. Zum Arbeiten, zum Office, Excel-Tabellen ausfüllen, finde ich das doch ein Muss, weil ohne ist es doch schon ziemlich kompliziert und ziemlich anstrengend, dann immer wieder hier die Nummerntasten zu benutzen. Also eine schöne Sache, mitgedacht, super gemacht. Des Weiteren haben wir hier noch natürlich ein großes Touchpad, wie man es von Asus eigentlich schon gewohnt ist, hier auch super eingearbeitet. Wir haben hier keinerlei Überstände oder irgendwas. Es ist wirklich hier übergehend mit dem Gehäuse eingearbeitet und ja, die Spaltmaße passen auch super. Kann man nicht meckern. Was haben wir noch? Wir haben hier oben, also auf dieser Seite ist der Power-Button. Dort lässt sich das Gerät an- und ausschalten oder resetten oder je nachdem, also bekannte Funktion. Und wir haben auf dieser Seite hier einen weiteren Knopf, der ist nicht nur Zierde, also nicht nur Design, sondern hat auch eine Funktionalität. Diese kann man hier festlegen. Oh, was ist jetzt passiert? Da habe ich zweimal aufgedrückt. Man kann die Tastatur, die Taste konfigurieren. Ich habe das jetzt konfiguriert auf die Media Center Tasten. Das heißt wahrscheinlich, dadurch, dass ich die jetzt gedrückt habe, hat sich direkt hier die DVD-Software geöffnet. Man kann das Ganze auch noch ändern. Es gab noch verschiedene andere Modis. Beim ersten Mal drücken der Taste werdet ihr gefragt, was ihr machen möchtet. Und danach könnt ihr das eigentlich auch nochmal ändern. Ich finde jetzt nur gerade leider die entsprechende Software da nicht. Aber ich denke, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, dann werdet ihr das sehen. Wie gesagt, ich wollte nur auf die Taste hinweisen. Diese Taste hat auch eine Funktion. Ihr könnt diese Funktion selber belegen. Und je nachdem dann auch, wo ihr euch befindet. Also ich war jetzt hier gerade im Media Player, Windows Media Player. Habe mir hier die Produktdemo angeguckt. Und ihr seht, wenn ich hier drauf drücke, dann hält der das Video an oder macht oder setzt es fort. Also, ihr habt verschiedene kontextsensitive Anwendungen hier, würde ich fast sagen. Und könnt diese Taste dann, je nachdem in welchem Programm ihr euch befindet, auch anderweitig nutzen. So wie ich das jetzt gesehen habe. Des Weiteren, abgesehen von dieser Taste, haben wir noch ein paar ganz tolle Funktionen hier. Natürlich die altbekannten Display hell und dunkel hier. Display aus, Touchpad aus und so weiter. Und natürlich kann man hier, ihr seht es vielleicht, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur. Diese kann man auch noch einstellen und kann sie heller oder dunkler machen oder sogar ganz aus. Ihr seht es hier in verschiedenen Stufen, die Helligkeit. Ist eine wirklich klasse Sache, gerade wenn man dann vielleicht schon in der Dämmerung irgendwie sitzt oder es ein bisschen dunkler ist im Zimmer, kann man immer noch gut was auf der Tastatur erkennen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben ein Display hier in der Größe 15,6 Zoll in der Diagonalen. Hatte ich ja bereits schon erwähnt. Toll an diesem Display ist es, dass es nicht spiegelnd ist. Das heißt, es ist ein mattes Display. Ihr seht es hier. Wir haben keine wirklichen Spiegelungen. Gut, die Lampe sieht man jetzt ein bisschen, aber sie stört soweit nicht weiter, also sie blendet nicht wirklich. Es ist eine kleine Spiegelung da, aber nicht so schlimm wie bei den Glossy Displays. Und was auch für mich noch ein wirklich guter Punkt ist, Full HD Auflösung. Das heißt, wir haben 1920x1080 Pixel in der Auflösung. Und es wirkt doch gestochen scharf. Und wir haben hier, dieser Sticker weist nochmal darauf hin, wir haben hier auch wirklich einen Blickwinkel von 150 Grad drumherum und 120 Grad in der Vertikalen hier. Das heißt, ihr könnt auch hier sitzen, so irgendwie von der Seite reinschauen und seht alles noch, ohne dass sich die Farben so wirklich verfärben. Ich versuche euch das mal hier, ich weiß nicht, ob das mit der Kamera so gut rüberkommt. Also wie gesagt, das wäre jetzt 180 Grad, denke ich mal. Und dann, wenn man weitergeht, ab irgendwo hier kann man dann schon wieder richtig gut erkennen. Und ihr seht, ihr schaut immer noch nicht gerade drauf und es sieht trotzdem schon super aus. Also, das ist wirklich spitze.
Ist eine sehr gute Technologie. Dem einen oder anderen gefällt es vielleicht nicht, weil er nicht möchte, dass Leute, die neben ihm sitzen, auf sein Display gucken können. Aber ich sag mal so, bei 15 Zoll Größe ist dann doch nicht gerade das Notebook, was man dann jeden Tag unterwegs mitnimmt und auch irgendwie mobil Einsatz oder im Einsatz hat, denke ich mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben super viel Leistung verbaut. Wir haben hier einen Intel Core i7 mit 4 Kernen, eine GeForce GT 650M mit 2 GB Arbeitsspeicher. Des Weiteren haben wir selbst 8 GB RAM verbaut hier. Das heißt, ihr habt eigentlich mit dem Intel und den 8 GB und der Grafikkarte wirklich schon eine Top-Ausstattung hier. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Also ich bin wirklich begeistert von dem Gerät. Gerade auch dieses Gimmick hier mit dem externen Subwoofer ist was Tolles, den ihr dann hier dazu habt. Er unterstützt dieses ganze Bass-Feeling so ein bisschen. Man hört es auf jeden Fall raus, ist eine tolle Sache. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ansonsten habe ich euch noch versprochen, auf die LEDs einzugehen. Das machen wir natürlich auch noch. Ihr habt sie ja bereits schon gesehen hier unten, die LEDs. Und wenn ihr das ganze Ding aufklappt, habt ihr hier dann auch die jeweilige Bezeichnung bzw. die jeweiligen Funktionalitäten der LED, wie den Akkuzustand hier, wenn er kritisch wird, oder die Festplattenaktivität oder das WLAN. Und des Weiteren noch weitere Modi, die ihr hier kontrollieren könnt, wenn das Gerät zugeklappt ist. Eine wirklich super Sache. Wir wissen, dass der Stecker rausgezogen wurde. Wie gesagt, das Design ist klasse. Wir haben Tastaturbeleuchtung, ein super Bild aber auf jeden Fall. Und der externe Subwoofer als kleines Gimmick dazu ist eine klasse Sache. Das Gerät an sich, also ausreichend mit Leistung bestückt. Und sieht dazu auch noch wirklich klasse aus. Also Asus hat hier doch gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Und ja, gucken wir uns doch einfach direkt nochmal den Akku an, damit ihr auch einschätzen könnt, was wir für eine Kapazität dort haben, beziehungsweise, wenn ich ihn jetzt hier rauskriege, da ist er, was für eine Laufzeit dieser hat. Ich kann da nur Schätzwerte angeben. Es ist ein 5200 mAh Akku hier und ich schätze mal, bei der Leistung des Geräts könnt ihr mit 3 bis 4 Stunden schon rechnen. Danach solltet ihr aber auf jeden Fall in der Nähe einer Steckdose sein, weil länger wird er wahrscheinlich dann nicht aushalten. Maximal 5 Stunden schätze ich. Ja, aber es reicht auf jeden Fall für diese Größe. Wie gesagt, Leistung top, Akku auch ausreichend und als kleines Gimmick sogar noch einen externen Subwoofer dazu. Das ist das Asus N56VZ, 15,6 Zoll Full HD Display und super Ausstattung. Also wer da nicht zuschlägt, der ist selber schuld, sage ich mal, salopp gesagt. Und ja, ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.